Halt! Stopp! Jetzt dreh ich! Und da wird auch nicht dran gerüttelt, ob dir das passt oder nicht. Hallo Freunde, guten Abend. Bevor ich zu der Sensation komme, die ich habe, meine Entdeckung einer neuen Menschenart, ein kurzes Update, wie es hier in Frankreich ausschaut. Und zwar gibt es ab morgen keine Zettelwirtschaft mehr zum Ausgehen. Der Maskenzwang bleibt, aber dafür gibt es eine Ausgangssperre ab 20 Uhr. Geil. Ausnahme 24. 25. Dezember, sprich Weihnachten. Wobei man jetzt dazu sagen muss, es gibt hier sowieso keinen zweiten Weihnachtsfeiertag wie in Deutschland. Also der 26. ist hier ein ganz normaler Arbeitstag. Gratulieren möchte ich natürlich auch noch nach Berlin in die Regierung. Gut gemacht. Harter Lockdown zu Weihnachten, auf das haben die Leute gewartet, darauf freuen sich. Und was die Silvesterindustrie angeht mit ihren Böllern und Knallern, ich habe zwar seit weiß Gott wie vielen Jahren, also bestimmt 30, 35 Jahre, nicht einen Böller oder eine Rakete oder was gekauft, was meine persönliche Entscheidung war, aber es gibt genügend Leute, die sich auf diese Nacht freuen, die das neue Jahr begrüßen möchten. Und natürlich die ganze Industrie, die da dran hängt, ein ganzes Jahr Arbeit, Geld reinsteckt und jetzt auf diesem Verlust wahrscheinlich sitzen bleibt. Denn ich gehe mal davon aus, dass es wie so bei der deutschen Regierung üblich ist, die allenfalls mit Peanuts abgespeist werden, wenn überhaupt. Ja? Weil viele dieser Produkte kommen ja nicht mal aus Deutschland. Und die paar deutschen Hersteller, naja, die kann man mit dem Butterbrot abspeisen. Ne? Gut, okay. Die Sensation ist, ich habe eine neue Menschenart entdeckt, und zwar den Homo sapiens Panic Blödius Pandemius Masqueradus. Auf gut Deutsch, den verblödeten, nee, den panisch verblödeten, pandemischen, oder wie war das? Nee, Moment. Ah, ich habe mir es zurechtgelegt gehabt, verdammt nochmal. Also, den panisch blöden Corona-Paniker, der immer Maske trägt. Diese Menschenart gibt es jetzt erst seit 2020. Vorher war es die Gattung oder die Vorläufergattung von denen war natürlich der Homo sapiens Impfus Grippus, die jedes Jahr zum Impfen gerannt sind mit einer Grippe oder gegen die Grippe und sind dann doch krank geworden, zum Beispiel aber auch. Aber was soll's. Naja, jedenfalls, was zeichnet diesen neuen Menschentypen aus? Als erstes einmal, er ist obrigkeitshörig, was ja in dem Sklavenland Deutschland allgemein bekannt sein dürfte. Da kommt er auch her. Er ist ein Herdentier. Hat auch eine Mutti als Leithammel oder als Führungsspitze, sagen wir es mal so. Allerdings, die Mutti wird in absehbarer Zeit abtreten wahrscheinlich, weil sie einfach nur noch alt und dattrig ist. Dattrig ist. So, ne? Jedenfalls steht da schon ein Nachfolger im Startloch. Und zwar Södolf der Große aus Bayern. Der große Zambador auf gut Deutsch, der aus Nürnberg kommt. Und was mich ja wundert, wenn der eine Ansprache hält, dass bei dem kein Allmächt kommt.
Denn die Nürnberger, bei denen ist in jedem zweiten Satz spätestens ein Allmächt drin. Aber das hat der Södolf vergessen. Ne? Er hat halt seinen Ursprung vergessen. Naja, gut, gehen wir zurück zu unseren Homo sapien, Panik Blödius, Pandemius, Maskus. Auf jeden Fall, was den auszeichnet oder leicht erkennbar macht, er trägt in der Öffentlichkeit Maske. Manchmal auch, wenn er alleine im Auto sitzt. Manche sogar, wenn sie zu Hause alleine sind. Oder wenn sie am Abend ins Bett gehen und schlafen sogar mit der Maske. Auch solche soll es angeblich geben. Auf jeden Fall ist dieser Homo sapiens, Panic Blödius, Pandemius, Mascheras oder Mascherus, ja, auf jeden Fall auch den normalen Menschen gegenüber leicht aggressiv, oft mit Verbalattacken oder aber auch, das kann handgreiflich auch werden, immer dann, wenn die Verbalattacke vielleicht nichts mehr bringt, dass dieser einfache Homo sapiens keine Maske trägt, zum Beispiel. Ja, also man muss ein bisschen aufpassen als normaler Mensch, denn die neue Rasse da, die ist ganz gefährlich. Ja, was hat sie noch als besonderes Kennzeichen? Schiebt natürlich vor jedem bisschen Krankheit Panik. Und wenn es bloß ein kleines Hüstelchen ist von jemand anderem, dann wird sofort Panik geschoben. Ja, was kann man noch zu dem Menschentypen sagen? Er ist eine Obrigkeitshörig, haben wir schon. Ja, vielleicht die Weiterentwicklung könnte sein, dass der nächste Menschentyp dann der Homo sapiens, Panic Blödius, Pandemius, Kondomus wird. Ja? Also die dann mit Ganzkörperkondom rumlaufen, könnte auch passieren. Auf jeden Fall finde ich diese neue Spezies überaus interessant. Vor allem, die ist ein bisschen verblödet, ne? Also die informiert sich nicht richtig, beziehungsweise ist gut abgerichtet von ihrer Mutti, so nennen sie liebevoll ihre Führerin. Ne? Und diese liebevolle Führerin hat natürlich sich auch Unterführer geschaffen und auch eine Wacharmee, die dann ab und zu ganz brutal auf ihre eigene Art losgehen, vor allem wenn die vielleicht sich anfangen zu einem Homo sapiens zu transformieren. Gibt's auch, ist aber eine Ausnahme scheinbar. Ja, dieser ganze neuartige Menschentyp hat sich mittlerweile auf der ganzen Welt verbreitet. Also es gibt die Unterart Almanie oder Deutschland, es gibt die Unterart Spanio oder Spaniol. Ja, oder Italiano oder Francais. Ja. Also die haben sich auf der ganzen Welt mittlerweile verteilt und sind mit äußerster Vorsicht zu genießen. Ach ja, wenn man sich mit so einem Homo sapiens, Panicus, Panic Blödius, Pandemius Mascheratus unterhält, dann passiert natürlich Folgendes. Er ist absolut argumentresistent. Ja, bei dem kommt dann immer nur, ich glaube nur, was die offiziellen Medien berichten. Ich glaube nur, was die Regierung sagt. Ich glaube nur wissenschaftlichen Arbeiten. Doch meistens sind sie nicht einmal des Lesens wirklich mächtig, geschweige denn des Verstehens. Dafür wurden sie in ihrer Rasse oder Art auch extra ausgebildet. Auf nicht verstehen, auf nicht links und rechts schauen, auf stur Befehle befolgen. Und was noch wichtig ist, genau, wir haben Zukunft als Menschen. Denn der Homo sapiens, Panic Blödius, Pandemius, Mascheratus wird vermutlich bald aussterben und zwar einfach aus einem Grund. Er hat nämlich kaum sexuelles Verlangen
Ja, und wenn dann nur im Kondom und mit Maske, denn man könnte sich ja an irgendwas anstecken, wenn es noch so ein harmloses Hüstelchen ist oder Nieserchen. Ja. Also von dem her haben wir gute Aussichten, dass diese Art bald ausstirbt und naja, kann so 100, 200 Jahre dauern. Ne? Ist aber absehbar, sagen wir es mal so. Ne? Ja, und der Doktor, oder nee, Doktor darf ich ja nicht mehr sagen, er hat ja keine Doktorarbeit abgeliefert. Jedenfalls habe ich noch keine gefunden oder jemand anders. Der Drosten arbeitet ja schon an der nächsten Pandemie, was auch genial ist. Dann können sie wieder eine neue Menschenart begründen. Ja, vielleicht wird es dann tatsächlich der Kondomus, wer weiß es. Ach ja, und jetzt noch was. Ein sehr lieber Freund von mir oder von unserer Familie hat mir geschrieben, dass in Deutschland so rund 30.000 Neuinfektionen täglich sind. Geil. Soll ich es mal sagen? Rechnet mal nach, wie lang ein PCR-Test dauert, sprich die Daten erfasst sind, dann im Hirn ein bisschen rumgebohrt, dann ein bisschen im Rachen, damit es gescheit kotzt. Und dann muss das Ding ja auch noch ein bisschen stehen. Das heißt, ich gehe mal davon aus, so ein Test dauert ungefähr mit Datenerfassung im ganzen Pipapo rund 5 Minuten. Das sind in der Stunde 12 Tests, bei 8 Arbeitsstunden 96 Tests am Tag. Da ist eine Person voll beschäftigt. Und dann kommt ja noch die Auswertung. So, wenn jetzt tatsächlich ein Labor in der Lage ist, 5 Leute nur für diese Tests abzustellen, dann schaffen die 480 Tests am Tag. Wenn die Entwicklung des Tests 5 bis 6 Stunden dauert, dann stehen ungefähr im Labor immer 2400 Reagenzien mit unausgegorenen Tests rum. Müssen viel Platz haben. Ja. Vielleicht ist auch die Investition momentan im Labor absolut gewinnbringend. Ne? Wir haben mal drüber nachzudenken. Davon abgesehen entsprechen die 30.000 einer Quote von 0,0367 oder so, also 0,04% der Gesamtbevölkerung in Deutschland. Wenn ich täglich da auf 30.000 Leute kommen will, muss ich rund 2.998.800 Tests durchführen am Tag. Wenn ich das auf die Labore aufteile, ich weiß nicht, wie viel es in Deutschland gibt, wird größere, kleinere geben. Krankenhauslabore müssen wahrscheinlich noch andere Sachen verrichten. Die werden gar nicht so viel Corona-Tests machen können oder PCR-Tests, wie es nennt. Ja. Also muss doch das Laborgeschäft momentan enorm sein. Und wenn ich dann noch bedenke, dass die Sklavenländer Deutschland oder das Sklavenland Deutschland gerade mal 30.000 Intensivbetten hat, was auch wiederum einer Quote von 0,04% ungefähr entspricht auf die Gesamtbevölkerung bezogen. Das heißt, wenn da nur 1% krank wird, ernsthaft krank wird einer Krankheit, jetzt egal was, Ebola, Typhus, Grösus oder sonst was, ja, dann reichen die Krankenhausbetten gar nicht. Dann lagern wir sie auf den Flur oder wir schießen sie gleich ab. Ach ja, und da fällt mir noch einer ein, der Strobel aus Baden-Württemberg, der ultrageile Mann.
der die Leute auch noch jetzt zwangsinternieren möchte, wenn sie die Quarantäne verweigern. Hey, echt? Ihr hättet echt Platz gehabt in der Zeit von 1933 bis 1945, Freunde, die solchen Schwachsinn fabrizieren oder gutheißen oder durchsetzen. Ja? Der Adi wäre stolz auf euch gewesen. Echt. Naja, vielleicht ist Mutti auch stolz auf euch. Ne? Wer weiß es. Könnte schon sein. Ja? Und wenn die Mutti dann abtritt, der Södolf findet es bestimmt gut, weil das ist ein Ultra-Hardliner. Der möchte am liebsten die Querdenker, die Demonstranten, die Corona-Leugner, wie sie so schön genannt werden, am liebsten wahrscheinlich erschießen. Naja, was soll's. Okay, wie gesagt, die neue Menschenart, Homo sapiens, Panik, Blödius, Pandemius, Masqueradus, hat momentan ihre Hochzeit und wir können darauf hoffen, dass diese bald zu Ende geht. Wenn euch mein Schwachsinn einigermaßen zugesagt hat, ein Like mich, ein Abonnier mich, ja, irgend sowas wäre schön. Und meine Tochter will irgendwas von mir. Na, die Spende. Ja, machen wir. Die machen Stress, die Kinder, die machen Stress. Dabei sitzen sie ganz ruhig da. Naja, auf jeden Fall hier noch eine kleine Einblendung. Ja? Und zwar, wenn ihr uns irgendwie unterstützen wollt, wir bräuchten dringend einen Stromgenerator. Der kostet 419,95 € bei Amazon. Braucht nur 4 Liter auf 6 Stunden Strom. Das heißt, es sind Betriebskosten von rund 1 € die Stunde. Und damit könnten wir hier endlich heizen, weil auch wenn ich jetzt hier im T-Shirt rumsitze, hier im Wohnmobil hat es momentan gerade mal lockere 15 Grad. Ich bin halt ein bisschen stabiler gebaut, deswegen geht es mir ganz wärmemäßig noch gut. Allerdings haben wir teilweise Nachttemperaturen von 10 bis 2 Grad hier. Aber was mir noch viel mehr Sorge macht, ist zum einen die Luftfeuchtigkeit, die durch die Kälte entsteht hier im Wohnmobil. Weil Fenster aufreißen, dann haben wir es bei bald 1 Grad oder so oder vielleicht auch 0 Grad. Ist also nicht viel. Das heißt, wir können in der Früh immer schauen, dass wir irgendwie die Feuchtigkeit rauskriegen durch Lüften oder so, wenn wir uns dick anziehen. Ja, und wie gesagt, wenn ihr uns helfen wollt, wir können dann auch wieder mehr Videos machen, wir können uns hier auch ein bisschen gesünder halten. Und ihr könnt mehr Schwachsinn von mir ernten. Das ist doch was, oder? Okay, bis demnächst, euer Broll.